Auch diese Integrant möchte partialbruch zerlegt werden. Also bringen wir als erstes mal den Nenner, faktorisieren wir als erstes mal den Nenner. Also wie lautet der Integrant? 9x plus 18. Und da unten klammern wir gleich mal ein x aus, denn das haben wir in jedem Faktor dran. Und dann bleibt noch ein x² plus 6x plus 9 übrig. Na, das ist ein vollständiges Quadrat. Das ist x plus 3 ins Quadrat. Okay, jetzt haben wir eine doppelte Nullstelle. Und dann wissen wir, bei einer doppelten Nullstelle müssen wir gleich zwei Terme dafür hinschreiben. Also a durch x und dann vielleicht b durch x plus 3 ins Quadrat und auch noch ein c durch x plus 3. Und wenn es eine dreifache Nullstelle wäre, dann gäbe es eben noch einen Term mehr. So, wie bestimmen wir das? A und b kriegen wir durch Zuhaltemethode. Also machen wir mal wieder, wir halten das x zu und bestimmen damit das a. Setzen wir x gleich 0, dann steht da 18 durch 3 ins Quadrat. Also 18 durch 9, das macht 2. Dann für das b, da müssen wir jetzt mit x plus 3 im Quadrat durchmultiplizieren. Also halten wir den Faktor hier unten zu und setzen dann x gleich minus 3. Na, ist hier mehr Platz. X gleich minus 3. Also minus 3 mal 9 macht minus 27 plus 18 dividiert durch minus 3. Da haben wir im Zähler minus 9, im Nenner minus 3, also insgesamt plus 3. Und jetzt müssen wir irgendwie noch das c hier bestimmen. Da könnten wir jetzt eine weitere Punktprobe machen, noch irgendwas einsetzen, was wir noch nicht hatten, vielleicht x gleich 1 oder so. Aber ich mache das am liebsten so. Ich sage mir, wir multiplizieren mal mit x durch und schicken dann x nach unendlich. Was kriegen wir denn dann für eine Beziehung? Dann haben wir auf der linken Seite haben wir wieder das Gelbe durchgestrichen, haben wir aber immer noch ein x² im Nenner und nur ein x im Zähler, also links kommt eine 0 raus. Rechts das a bleibt stehen, da haben wir ja gerade das x weggekürzt. Beim b-Term haben wir immer noch was Quadratisches im Nenner und x im Zähler, für x nach unendlich geht das gegen 0. Und beim c-Term, da haben wir jetzt x durch x plus 3, das geht auch gegen 1, also bleibt das c übrig. Und damit finden wir, dass c gerade minus a ist, also minus 2. So, und jetzt können wir integrieren. Hier steht unser Integral. Kopieren wir nochmal. Kommt hier unten hin. Das Integral. Und jetzt gucken wir, wie das jetzt aussieht. So passt es gerade noch so hin. Ein bisschen hochziehen hier. So, a war 2. Also Integral 1 bis unendlich. 2 durch x plus 3 durch x plus 3 ins Quadrat minus 2 durch x plus 3 dx. Was gibt das? Für den ersten brauchen wir ein Log. Also 2 mal Log x, Beträge brauchen wir nicht, ist alles positiv hier. Beim nächsten, da schreiben wir uns so einen anderen Bruch hin. Also 3 durch x plus 3, wenn wir das ableiten, da steht ja x plus 3 hoch minus 1, kommt eine minus 1 runter, macht das Minuszeichen weg. Und dann wird da ein x plus 3 hoch minus 2 draus. Und dann haben wir noch minus 2 mal den Log von x plus 3. Das alles in den Grenzen 1 bis unendlich. Übliches Spielchen, wir fassen die Logtherme zusammen.
Dann haben wir zweimal den Log von x durch x plus 3 und dann noch minus 3 durch x plus 3 in den Grenzen 1 bis unendlich. An der oberen Grenze wird das Argument vom Log zu 1 und der Log 1 ist 0. Außerdem an der oberen Grenze wächst der Nenner und der Zähler ist konstant, also das wird auch 0. Das heißt, an der oberen Grenze kriegen wir einen Beitrag 0 und dann an der unteren Grenze zweimal den Logarithmus von, was ist das hier, wenn wir 1 einsetzen, haben wir hier ein Viertel, minus, wenn wir hier 1 einsetzen, kriegen wir 3 Viertel. Okay, das heißt, was sind das? Der Log von 1 Viertel, das ist minus der Log 4, also 2 mal der Log 2. Und noch eine 2 davor, haben wir 4 mal Log 2. Das Minuszeichen hier habe ich damit verarbeitet, dass hier die 4 im Nenner stand. Und dann haben wir noch ein Minus Minus macht ein Plus 3 Viertel. Ups, das wollte ich nicht. So wollte ich machen. Kann ich das 3 Viertel hier davor schreiben. Sieht schöner aus.